Hallo liebe Freunde, hallo liebe YouTuber und hallo liebe Zuschauer. Heute gibt's mal wieder ein Let's Play von Shia und Emsa Blay. Und ja, wir spielen heute Drakensang Online. Ja, Drakensang Online ist ein Browser-Game. Und wie ihr seht, ja, hier haben wir drei Klassen zur Auswahl. Einmal den Drachenkrieger, den Zirkelmagier und den Waldläufer. Ja, jetzt gucken wir uns mal die drei Klassen an und Emsa Blay, was würdest du nehmen? Also, wie ich es hier sehen kann, ist ein Drachenkrieger ein ganz normaler Krieger mit viel Abwehr und ein bisschen auch Damage. Also sozusagen Tank, auch DD, also Damage Maker. Und ja, der Zirkelmagier, wie man hier sehen kann, ist ein normaler Magier und macht viel Damage. Haut wieder richtig Burst Damage raus. Ja, genau, viel Burst Damage. Und der Waldläufer. Also. Hinterlistig wie ein Schurke, ne? Ja, und ein bisschen so mit Jäger und so. Ja, also, ich wähle mal den Zirkelmagier. Eher so meine Klasse. Ich habe mich auch gerade entschieden, zwar für den Waldläufer. Und ja, den Namen natürlich Shia YouTube. Und ich Emsa Blay. Und ja, zuerst jetzt machen wir mal die Haare. Wie ich nehme natürlich wieder einen alten Junkie. Ja, wenn du gerade sehen würdest, was ich für Haare genommen habe. Ich bin ein Hippie aus den 80ern oder wann war das? Ich weiß nicht. 70er, keine Ahnung. Naja, also so gefällt's mir. Jetzt nur noch Körper. Okay, geht nur die Größe. Und bist du bereit? Dann klicken wir auf Erstellen. Jo, erstellen. So, unser Charakter wird erstellt und wir sind online. Im Spiel. Und da wartet schon die erste Quest auf uns und zwar von Valerie. Und was bei dir? Ich habe auch Valerie. Der Weg des Schicksals. So. Okay. Das Schicksal hat uns ereilt. Drei sind wir gewesen, doch nun bin ich allein. Zur Pilgerstätte zog es uns, aber die Zeit rinnt uns durch die Finger. Der Strick unserer Stute Destina ist gerissen. Ihr Weg ungewiss. Das Rad ist gebrochen. Bitte hilf. Hilf Valerie, das Rad am Wagen zu reparieren. Sprich anschließend. Weißt du was? Halt die Schnauze. Wir machen es einfach. Die sehen eh, dass wir das machen. Also ja, ich habe die Quest schon beendet. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Easy. Ja. So, finde die alte Urda auf dem Pilgerfahrt und sprich mit ihr. So. Okay. Ja, die Grafik, Geschmackssache, ne? Für ein Browser-Game ganz nett eigentlich. Das erste Monster erwartet uns hier und wir haben schon hier den ersten Skill. Ich weiß nicht, wie man linke Maustaste. Achso, das ist ein Auto-Attack. Okay. Ja, hier muss uns mal sehen. Da rennen wieder zwei Monster auf mich zu. Ja, das da, und ja, okay. Es gibt so wenig EP für den Anfang, 16, 19 EP habe ich gerade mal. Anklicken, um das Fass zu öffnen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall. Ich guck gerade, kann man nur mit der Maus klicken. Ein Click-Play, Click and Walk. So, habt ihr Uhr da gefunden. Was für eine Uhr da? Oder, ja. Gibt es eine Quest? Suchen, ja. Rette Uhr das Amulett von Warzennase und bring es zu Sibyl auf dem nördlichen Pilgerpfad. Ja, Sibyl. Ja, bla bla bla. Ne? Gehen die wir mal blöde Kuh hat mir überhaupt keine Quest gegeben, die Valerie. Ich glaube, da musst du zurück. Ja. Okay. Aha. Jetzt. Ach, ich habe mal so eine Frage an dich. Ja. Was für Projekte stehen noch bei dir an? Ja, also ich habe mir noch vorgenommen, ein Let's Battle zu machen von Modern Warfare 2. Und ja, was noch dazu kommt. Eventuell SV League und so. Und bei dir? Bei mir eventuell Risen 2, das kommt jetzt am Freitag raus, am 27. Und ja, auf jeden Fall will ich das mal spielen.
Weil ich glaube, die Leute interessiert das auch, wie das aussieht. Und vielleicht kann ich den Leuten ja helfen, die Entscheidung besser zu fällen, ob sie es kaufen sollen oder nicht. Ja, ganz nett eigentlich. So, da ist nun Warzennase. Fünf Kupfer. Ach, ein schwacher Heiltrank. Jetzt kann ich mich richtig schwach heilen. So, Level up. Ich habe jetzt die Stufe 2 erreicht. Da hat er mich überholt, ne? Und Feuerball erlernt. Wo hast denn das Ding gefunden? Das Teil da von der Frau. Der Weg des Schicksals. Und wir brauchen Rette oder das Amulett. Ja, hier. Muss ich einfach den Weg lang laufen? Ja, genau. Also, ich kann die irgendwie nicht nehmen. Weißt du, was mich interessiert? Ob wir uns auch noch in-game sehen? Ich glaube, das ist so ein Anfangsstartgebiet. So wie bei World of Warcraft, so hier. Todesritter. Ne, Todesritter sehen wir uns aber auch gegenseitig. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein geschlossenes Gebiet. Und ja, mal Also gucken. erst später können wir zusammen zocken, wahrscheinlich. Ist ja nicht mal schlimm für den Anfang. Ist ja nicht schlimm. Ja. Okay. Ich glaube. Wir spielen jetzt schon zusammen 10 Minuten wieder. Und ja, Leute. Ich habe Stufe 2 erreicht. Ich habe das Amulett bekommen. Und ich weiß gerade nicht, wo ich die Quest abgeben soll. Wo hast du die Dingens bekommen? Die Das Amulett? Kette. Ja, das Amulett, Das meine habe ich. ich von diesem komischen kleinen Boss da bekommen. Irgendwie Und will's ja, nicht so Leute. richtig. Die Reise hat begonnen. Wir haben schon zwei Quests erledigt. Wo hast du es Und abgegeben? auf der Brücke, da ist eine Frau, die nennt sich Sibyl. Ach so, ja. Sibylle oder Sibylle. Okay, ja, ich hab's, genau. Hier. So, ein kleiner Gebietwechsel. Geh ins Dorf, Grimfort, und sprich mit der Ja. Zirkelmagierin Clara Lectura. Ja. Also, jetzt gehe ich mal zum Dorf. Und ja, wo bist du zurzeit? Entschuldigung, ich hatte gerade einen kleinen Fehler. Ich war gerade weg. Ich habe gerade nicht viel mitbekommen. Also, ja, die Aufnahme habe ich auch kurz pausiert. Ja, Leute, Entschuldigung für den kleinen Fehler. Aber ich glaube, Emser Play hat das gar nicht gemerkt. Ja. Ja, unsere Folge ist, glaube ich, auch bald wieder vorbei. Wir sind jetzt in der Stadt angelangt. Und Ja. mal gucken, was uns im nächsten Part erwartet. Wir nehmen hier schön die Quest an und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß zuzugucken. Und hier sehe ich auch die ersten Leute schon. Ich glaube, Emser Play könnte ich jetzt auch sehen. Ja, bist du Clone Zikon? Nein, das bist du nicht. Ich bin hier, YouTube. Ja, Leute, ob wir uns wirklich treffen, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Spielst du mit bei mir? Und ja, Bei Emser Play. Emsa Play. Let's Play. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, gebt Kritik ab und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.